willkommen zu diesem Video. Der Hannes hier. Schön, dass du am Start bist. Ich möchte dir jetzt die E-Gitarren-Parts von False Imprison Blues auf der E-Gitarre zeigen. Und das Ganze hat so ein bisschen eine Bassfunktion auch zum Teil. Natürlich ist da auch noch ein Bass gesondert drin, aber die Gitarre spielt etwas sehr Bassistenmäßiges. Wir haben am Anfang diesen Lick im Intro. Bevor es dann losgeht in diese Bassfigur. Also du fängst an mit der A-Seite im zweiten Mund, hier auf der A-Seite und schlägst dann die dreimal an, dann die D-Seite, zweimal zurück zur A-Seite und dann lässt du die auch schön so ineinander klingen. Und dann zweiter Mund E-Seite mit dem Mittelfinger, machst du ein Bending, zurück, hoch, also ne, du ziehst es hoch, den Ton. Kommst wieder zurück und dann geht's in das Riff rein, in das bassmäßige Riff. Und was ich eben meinte, dass du auch noch die anderen Finger vom H7 schon mal parat legen kannst, ist, wenn du... Das ist auch ganz cool, wenn du die G-Seite noch erwischst. Muss aber nicht. Dann geht es rüber in den nächsten Teil, der letztlich die Akkorde begleitet. Ja, und das geht wie folgt. Das Wichtige dabei ist, wir spielen jetzt hier einen E-Power-Akkord mehr oder weniger. Du kannst einfach den E-Dur-Griff greifen, das funktioniert schon wunderbar. Die wichtigen Töne sind aber zweiter Bund A-Seite und zweiter Bund D-Seite. Und wir spielen jetzt folgendermaßen die Saiten an. Du dämpfst die Saiten mit deiner Handkante. Schlägst dann die E-Seite an, die Tiefe, dann die D-Seite, dann die A-Seite und dann wieder die D-Seite. Das braucht am Anfang ein bisschen, bis man sich daran gewöhnt hat, diese Sprünge hier immer zu machen. E, D, A, D, 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 E, D, A, D. Also. Von vorne. Und das geht in der Strophe dann auch so los. E, D, A, D, E, D, A, D, E, D, A, D, A, E, D, A, D, E, D, A, D, E, D. Und dann geht's rüber zum A-Akkord. Den können wir aber ganz simpel machen. Wir brauchen nämlich nur den zweiten Bund auf der D-Seite und spielen dann A, D und dann E-Seite und dann die D-Seite an. Also A, D, E, D, A, D, E, D. A, D, E, D, A, D, E, D. Und dann wieder zurück zum E. E, D, A, D, E, D, A, D. Und dann sind wir schon beim H7 wieder angelangt. Und den spielen wir wie gehabt und machen dann Folgendes. Bisschen komplizierter, aber auch machbar auf jeden Fall. Also, los geht es. Zweiter Bund A-Seite, erster Bund D-Seite sind die wichtigen Töne. Dann spielst du die A-Seite und die D-Seite an. Und dann muss der Mittelfinger hier in den zweiten Mund auf der E-Seite wechseln. Und dann wieder die D-Seite anschlagen. Also A, D, E, D, A, D, E, D, A, D, E, D. Sieh, wie mein Finger hier die Seite wechselt. Okay. Und dann haben wir wieder dieses Lick oder ein Lick hier drin. Also. Das ist dann zweiter Bund, A-Seite. Zweimal anspielen und dann einmal erster Bund. A-Seite und dann wieder zweiter Bund E-Seite mit dem Bending und dem Release und dann geht's wieder.
Und dann kommt die nächste Strophe. Also. Nochmal. Nächste Strophe. Ganz wichtig, das Dämpfen. Zurück zum E. Immer dämpfen, die ganze Zeit mit der Handkante. Und zum H7 wechseln wir. Und so weiter. Und das zieht sich durch den ganzen Song durch. Ganz am Schluss haben wir wieder das Outro, was dem Intro entspricht. Und somit hast du alle Parts auf der E-Gitarre eigentlich schon drauf. Es wiederholt sich einfach immer wieder und wieder. Das, was du noch nicht kannst, ist das Solo. Und das besprechen wir in einem weiteren Video. Ich freue mich sehr, dich da begrüßen zu dürfen. Und das Ganze wird nämlich richtig cool, macht richtig Laune. Also, wir sehen uns da wieder. Bis zum nächsten Video. Mach's gut. Ciao.